Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich auf eine Dreier einlesen. Ich möchte einfach nochmal erinnern an das, was auch Mohamed Bakai gesagt hat in seiner Rede, was die wichtigen Punkte sind, weil ich gerne finde, dass das Gericht ist auch in der Wahl, soweit ich mich erinnere, eigentlich auch das erste Mal, dass es quasi jetzt so direkt in der Stadtverordnetenversammlung ein Gericht gibt. Ich finde es sehr gut, dass das inzwischen nicht nur das Seniorenbeirat hat, sondern auch den Ausländerbeirat ist. Aber es wurden ja wichtige Punkte angesprochen. Und ganz ehrlich, ist ein bisschen ähnlich, weil wir das auch im Seniorenbeirat hatten. Also ich glaube, wir sind uns einig, der Ausländerbeirat machte unheimlich wertvolle Arbeit, für die wir total dankbar sind. Und es ist gerade, was da ja viel gemacht wird. Also es ist ja nicht nur die Vertretung der politischen Interessen, sondern wirklich ganz viel Übersetzungsarbeit. Ganz viel, wenn Projekte gemacht werden. Dann wird gefragt, um irgendwie die Communities weiterzugeben, der Ausländerbeirat. Wenn irgendwie Feste zu organisieren will, wenn die Stadt sagt, sie will jetzt Modellstadt Antirassismus werden, ich weiß nicht, inwiefern dort der Ausländerbeirat beteiligt wurde, weil ehrlicherweise ist es doch auch oft zu, wenn man sich das Integrationskonzept anguckt, dass es oft nicht der Fall ist, dass der Ausländerbeirat da immer angemessen beteiligt wurde, wenn solche Konzepte entstehen. Aber es wird alles in ehrenamtlicher Arbeit gemacht. Und ich bin total dankbar, dass es gemacht wird. Aber ich finde, an dieser Stelle müssen wir doch auch mal in uns gehen und zu gucken, was ist eigentlich auch die Aufgabe der Stadt und der Verwaltung und der verschiedenen Träger selber und wie können wir die ausstatten, dass Übersetzung eben auch finanziell, dass es nicht eben als ehrenamtliche begleitet Freunde auf uns, sondern dass es, wie hatten vorgeschlagen, ein Dolmetscherberuf ist, auch wirklich aufzuwerten, auch finanziell. Es wurde angesprochen, der Punkt, wenn Leute zur Behörde gehen und dann sie vor der Abschiebung fürchten. Wir hatten erst in einer der letzten Stadtverordnetenversammlungen den Antrag. Prüfen Sie, welche kommunalen Möglichkeiten es gibt, damit Menschen ihr Bleiberecht erhalten und nicht Angst haben, zu Behörden zu gehen. Das haben Sie aber abgelehnt. Also es gibt ganz viele Punkte auf dem Wohnungsmarkt, wenn wir über Rassismus reden. Also es sind, wir haben eine große Willkommenskultur und trotzdem ist es ja Fakt, dass in Kassel von Rassismus viele betroffen sind auf verschiedenen Ebenen. Und es ist natürlich Aufgabe von uns allen, zu gucken, wie man dagegen steuern kann, wie man angemessen soziale Arbeit, also es ist ja gesagt worden, es ist eigentlich ganz viel soziale Arbeit, die der Ausländerbeirat auch macht, aber wie man auch im Bereich der sozialen Arbeit das entsprechend aufwerten kann, finanziell durch langfristige Zusagen, damit sich der Ausländerbeirat auch nochmal mehr darauf konzentrieren kann, die politische Interessensvertretung, was an strukturellen Änderungen in dieser Stadt notwendig ist, um die Situation einfach noch weiter zu verbessern.